Eine anspruchsvolle Fahrt, die von Uelzen Metronom Betriebshof beginnt. Sie werden den Zug zum Gleis 103 in Uelzen fahren, um die ersten Berufspendler für die 7.04 Uhr Fahrt nach Hamburg einzusammeln. Sie werden dann weitere Passagiere in den Zwischenstationen Bad Bevensen, Bienenbüttel, Lüneburg, Winsen, Harburg, jetzt ist das Ding weg. Ist aber auch nicht schlimm, und damit ein Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Momsi. Wir fahren heute einmal den Train Simulator 2017, ja, ist richtig, auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Mich gerade nicht alles täuscht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das mit der Steuerung nochmal funktioniert. Auf jeden Fall fahren wir hier den Metronom. So, mein hier schön schon nochmal an. Auf jeden Fall machen wir es mal. Das falsche Licht. Ja. PZB und SIFA, die brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Sonnensteuer. Türsteuerung. Was ist das? Lichter. So, sehr schön, jetzt haben wir Licht an. Mal gucken, wie es mit dem Scheibenwischer hier nochmal ging. Ich bin diesen Simulator schon sehr lange nicht mehr gefahren. Daher. Strom haben die mal oben, naja, das ist okay. So, mal den Scheibenwischer nochmal an. Signalhorn. Funktioniert. Okay, ist getestet. Ding eine AFB. 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 Sehr schön. So, wo war denn hier jetzt nochmal der Scheibenwischer bei dem Ding? Sonnenstreuer. Lichter. Mal kurz Kipplight, dann vielleicht sehen wir dann mehr. Wo war der denn? Da war er. Gut, sehr schön. Dann wieder ausmachen. So, ich glaube, jetzt können wir auch langsam losfahren. In Richtung Uelzen Gleis 103, wo wir in 2 Minuten endlich sein sollen. So, zu 90% eh nicht mehr so ganz schaffen. Naja. Ja, ist gut. Die Strecke ist schon ein bisschen länger als Add-on erhältlich. Ich habe mir gedacht, aber man könnte auch mal ein bisschen ältere Strecken fahren. Sie fahren. Ja, ist gut. Sie fahren. Ja, schauen wir mal, was hier so alles heute in diesem Dienst passiert. Auf der Strecke. Da vorne, haben wir ein grünes Signal. Ja, das toll, sehe ich das richtig? Ja, okay, so sehe ich es nicht. Ja, sehe ich richtig. Gut. So. Wir können das Ganze auf 60 erhöhen. Ich fahre am liebsten mit AFB. Das ist am einfachsten, den Zug entsprechend damit zu steuern. Beziehungsweise wird das auch, wenn mich nicht alles täuscht, in der Realität genauso benutzt oder beziehungsweise genauso gemacht. Könnt mich natürlich gerne da verbessern, wenn ich da was Falsches sage. Ich meine, das müsste so sein. Oder EC, von beidem.
Konnte jetzt gar nicht mal so schnell erkennen, was das war. Alter, warte, ich muss mal gucken. Ja, ist okay. Eine Notbremse. Ich habe die Taste leider nicht schnell genug gefunden. Ja, verdammt. Gut, schauen, welche Tasten das nochmal waren. Aber mal kurz hier nicht drin an. Das ist die. Ja, mache ich noch eine Funktion. Ah, und da ist die Taste, die ich brauche. Knowledge. Okay. Ja, das ist die richtige Taste. Sehr schön. Da stehen wir sogar schon kurz vorm Bahnsteig. Können die Leute nicht hier einfach einsteigen? Sein. Ja, scheinbar. Okay, sowas kommt schon mal vor. Nehmen uns ein schöner kleiner ICE. Ja. Leider keine freie Fahrt. So, dann lassen wir mal hier die Leute ein- und aussteigen. Ich glaube, einen Scheibenwischer können wir mittlerweile schon wieder ausmachen. Ja, das sieht gut aus. Können wir ausmachen. So, wir haben... Was haben wir? Naja, ein paar Minuten Verspätung haben wir auf jeden Fall. Aber naja, gut. Lässt sich nicht immer anders machen. Na, ist halt jetzt nicht so schlimm. So, Sie haben die Fahrgäste erfolgreich von dieser Station eingesammelt. Sie können nun Ihre Fahrerkabine wechseln und zum nächsten halt weiterfahren. Ach, müssen wir jetzt... Okay. Mal kurz PZB und Sie fahren aus. Machen das hier runter. Bremse kann angezogen bleiben. So, mal kurz. Das war's mal dann. Das war's nicht. Mal gucken, wo die Anzeige noch mal war, dass sie auch da war, glaube ich, oder? Die Fahrerkabine wechseln kann, da gab es irgendeine Taste, das weiß ich. Ich weiß aber leider nicht mehr genau, welche das war. Hier draufklicke. Die da will ich hier rein. Gab es doch irgendeinen Monitor? Dann täusche ich mich da jetzt gerade. Ja, es tut mir leid, dass das jetzt einen Moment dauert. Ah, und da ging das. Jetzt sind wir richtig. So, das hier, das stört. So.
das hier? Sind wir hier nicht viel zu hoch eigentlich? Na, ich glaube, da gab es mal. Naja, gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall richten wir hier den Zug auch noch kurz ein. So, dann haben wir auch fast schon grün. So, Richtungswende nach vorne. Achso. AFB. AFB. Hier müssen wir auch noch einschalten. Dann wurde gerade der Stromabnehmer umgemünzt. Und dann können wir losfahren. In Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Beziehungsweise unserem nächsten Halt. Bad Bevensen. Auf Gleis 1. Bestätigen. Ja, will er nicht? Nee, ist okay. Dann befreien wir uns nicht. Ist nicht so schlimm, dann fahren wir noch 40. Vielleicht unsere Verspätung ein bisschen aufholen können. Ja, ist gut, Sifa. Ich bin nicht eingeschlafen. Zumindest noch nicht. Kurz, ob unser ganzer Zug überhaupt nur da ist. Wow. Sifa Notbremse. Verdammt. Zweites Mal sowas passiert heute mit der Notbremse. Das Ganze ist auch noch ein Karriereszenario. Heißt, wir sammeln hier auch noch Punkte. Wie man. Warum funktioniert meine Maus eigentlich nicht mehr da? Wie man hier sehen kann. Das sollte nicht so viele Minuspunkte werden eigentlich. So, jetzt sind wir in der LZB. Heißt, unser Zug müsste. B einmal ausschalten. Sehr gut, dann fährt er von alleine. AFB. AFB. So, dann fährt der Zug jetzt alleine über die LZB. Bis zum nächsten Bahnhof, beziehungsweise kurz vorher müssten wir mal bremsen. Und wird schwer und die Sifa zwischenzeitlich nochmal, da steht noch ein Kollege im Betriebshof. So, wir dürfen hier maximal 140, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Weil man das eigentlich auch ohne Sifa, bzw. ohne PZB hätte dürfen. Ich glaube, ab 160 muss die PZB sein. Ich kann es überschreiten. Ja, warum regelt das dann die PZB? So, warte, ich bin zu Geschwindigkeit zur Überwachung drin. Ne? Dann bremsen muss ich immer noch selber. Okay. So, nicht so modern wie der ICE, der hier von selber entsprechend macht, sondern beschleunigt von selber und hält, glaube ich, Geschwindigkeit.